Ich starte auch schon mal die Aufnahme noch mal neu. Das Spiel ist mir abgeschmiert. Ja, darf ich noch mal von neu machen. Ich weiß jetzt nicht, warum das gewesen ist. Vor allem, es ist ja eigentlich auch alles, alles ausgeglichen und so weiter. Daher wundert es mich, dass, dass es abgeschmiert ist. Oder es tut, Tomb Raider auf dem PC. Dahinter muss irgendetwas sein. Das ist nicht gut. Okay, Wasser kommt hoch. Und jetzt hat es aufgehört. Oder kann es sein, dass Tomb Raider auf dem PC allgemein immer so buggy ist? Denn ich habe ja vor, auch nur die alten Tomb Raider-Teile mir anzutun. Ich habe einen Monolith? Ne, kein Monolith. Und ich habe davon halt nur die Steam-Version. Da freue ich mich auch schon drauf, mich aufzuregen. Neue Ausrüstung erhalten. Diese uralte Weste aus Wolfsleder. Okay, wir haben eine Wolfslederweste. Über Tote spricht man nicht. Die Geheimnisse der vier alten Krypten in Paititi enthüllen. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder zurück. Ich sehe nichts. Jetzt habe ich ein Problem. Ist das jetzt eine Sackgasse? Ne, hier geht's noch durch. Okay. Ich dachte schon, es ist eine Sackgasse. Ja, aber erstmal eine Krypta geflutet. Das Schöne ist, der Eingang ist jetzt auch wieder nicht mehr markiert. Toll. Wo? Da. Oder? Da lang? Ich glaube schon, oder? Da lang. Das ist der Weg. Und es will wieder nicht funzen.
Ja, jetzt hat gefunkt. Über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Aber warte mal, kommen wir so jetzt hier... Kommen wir so nicht zum, zum Grab? Ich dachte, wir kommen so zum Grab. Ja, super. Onuratu. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm... Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichiqua, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Gibt's hier irgendwie noch Loot? Sorry, dass ich jetzt still war, aber ich wollte es zuhören zumindest. Hm. Ich hoffe, jetzt läuft das ein bisschen angenehmer. Und dass mir das Spiel jetzt nicht nochmal abkackt. Jonah, ich bin bei Onuratu. Oh gut, Ätzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen? Oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ätzli. Traue deinem Instinkt. Leitschkalankoele lo putzig, hachpila wicho. Okay, sie nimmt den Weg. Und wir dann wahrscheinlich den Weg. Nice. Also einsammeln. Was haben wir denn hier?
Boah, Falli, keine Ahnung. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Kann sein, dass die vielleicht schon um sind. Ah, okay, warte mal. So komme ich zum Grab. So, jetzt ist folgende Frage. Habe ich jetzt mehr Tode oder weniger Tode als Hehl? Meinst du, das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen. Elster Blick, ich sehe da was. Ah, die Brücke hat aufgehört zu wackeln. Okay. So, jetzt folgende Frage. Wie kommt man da hin? Ich habe eine Idee. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Aber bringen wir die erstmal weg? Nimm den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Okay, was sind die denn? Also diese Viecher in dieser Höhle, meine ich, glaube ich. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Wo es gruselig war. Okay.
den Yaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Hier lang. Jetzt frage ich mich, ist der andere Typ da, wo die Reihenfolge einfach nicht gefunden hat? Sie unsere Sicherheit und unser Leben bedroht. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Als Bitte um Komm. Schutz du sollst vor sehen, der was nahenden Sonnenfinsternis. Willkommen zurück, Peer. Und alles gut. Ist für den Rebellen, du hast jetzt nur einmal verpasst, wie das Spiel bei mir jetzt abgeschmiert ist. Der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Sind die Augen fast zugelassen? Aber nur fast, oder wie? Aber ich mache auch nicht mehr lang. Also, ich sehe jetzt gerade schon 23 Uhr. Also 23.22 Uhr, halb 12 Uhr. Ich bin jetzt schon 22 Minuten länger, als ich wollte. Ach, zu gefallen. Glauben ihm all diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Nein. Ich glaube, ich mach auch jetzt vielleicht nur noch bis... Komm. Entweder bis 11:45 oder 12. Die schlafen gehen wollen, können gerne schlafen. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit, dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Wann bei mir der nächste Stream ist? Ich habe vom aktuellen Stand her geplant gehabt, entweder Samstag oder Sonntag. Da wollte ich auch Fallis Spiel endlich mal ausprobieren. Hat er mir vorher noch über Discord geschickt, was er entwickelt hat oder am entwickeln ist. Und so an sich auch vielleicht einige Demos oder sowas auszuprobieren. Und so kleine Spiele. Und mal gucken. Also, weil bei mir aktuell ist bisschen schwierig, so vernünftig Zeit zu finden, sagen wir mal so. Aktuell schaffe ich es nur mittwochs, eigentlich. So. Und weil ich ja auch meinen Umzug plane und so, immer wieder Besichtigungen mache, immer wieder neue Termine hin und her anrufen und so. Da, ist aktuell ein bisschen schwierig mit der Zeit. Und dann noch halt die Projekte da irgendwie am Laufen halten. So, was ich am Überlegen war, alles weil voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Kali gesagt hatte, ungefähr halb 10 und 10 Uhr abends müsste, ist er ja zu Hause, dass ich dann ungefähr ab dieser Uhrzeit mit seinem Spiel dann anfange, das auszuprobieren. Jetzt bin ich am Überlegen, was muss ich machen? Normalerweise Lara labert einen immer voll so hier, was man machen muss. Und jetzt ist sie still. Okay. Du musst dir da viele Notizen machen. Sieht aus wie mein Eingang. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. So, was war jetzt damit? Ich habe zu viel... Okay, da kann ich nichts mehr machen. Diese Stucktafeln sind voller Symbolik. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Und noch ein Käfer. Nehmen wir auch noch mit? Warte mal. Ah, okay, die Shotgun kann ich nicht nutzen. Hätte ich jetzt gerne. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Hi, Donian. Alles klar bei dir? Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Croft. Okay, wer war das jetzt? Honorato. Nein. Ah, okay. Also waren er und ich die Einzigen, die das... im Stream ausprobiert hatten. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen.
Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht, die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay, jetzt geht's los. Der wird gesehen. Ich versuche die mal alle irgendwie Assassin's Creed-Style hier umzulegen. Mist. Kann der da oben nicht einfach verschwinden? Der guckt mir zu viel. Falli, ich glaube, da verlangst du zu viel von ihr. Für so eine Uhrzeit ist das nicht zu viel verlangt. Okay, ich habe so ein Problem. Mist. Ich glaube, das wird nichts. Kann ich jetzt. Ja, ich kann die. Nice, ich kann die wieder benutzen. Der Bordspeicher ist leer. Jetzt kommt das Wort. Sehr häufig. Das hier ist mein Boomstick, ja? Hi Paschi, willkommen zurück. Und wer hat gewonnen? So, gibt's hier noch irgendwelche Leute? Ich glaube, das war's. Ich hab alle, glaube ich, schon gelootet. Wo bist du? Nice ist unentschieden. Ich bin unten beim Ach, Anleger. Hey, Shay! Auch willkommen hier. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Shay, ich dachte, du bist selber am Stream.
bisschen am Zeichnen und ein bisschen quatschen. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Ja. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Okay, dann, Shay, danke für den Lure, auf jeden Fall. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwagyaku und sehen dann, wie es weitergeht. Müsste ich jetzt eigentlich auch Spanisch hier alles schreiben? Alles klar, mein Chat ist Spanisch geworden. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Muss ich gleich wirklich nach dem Stream Jonah. Alles, was ihr schreibt, in einen Google-Übersetzer packen? Jonah. Nur weil ich kein Spanisch kann. Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wage sie noch nicht. Da drüben.
Ich ignoriere euch jetzt einfach. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Hast du irgendwas? Alles klar. So, gibt's hier sonst noch jemanden? Der ist tot. Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Warum haben wir jetzt eigentlich das Zeug hier an? Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Konnte das nicht etwas warten? Jetzt kommt Donian mit Chinesisch an. Verdammt! Los, halt, warten, schneller. Das Leben eines Soldaten. So, den sind wir los. Hier ist sie nicht. Wie viele sind denn hier? Gin Tonic habe ich noch im Kühlschrank. Der Sektor sieht leer aus. Werde ich mir wahrscheinlich gönnen, nachdem ich den Chat hier übersetzt habe, sage ich jetzt mal so. Na dann ist das hier auch leicht. Vorposten. Ich will endlich die Schatulle sehen, von der ich so viel gehört habe. Zum letzten Mal. Großartig. So, kann... Okay. Alle lautlos gekillt und unentdeckt. Bin ein echter Assassine. So, gibt's unten dann noch mehr? Team, warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet alles Lara voll. Croft und tötet kann sie. Nicht mehr tragen. Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Okay, der eine kommt dann jetzt hier hin. Der soll mehr hier zu mir kommen. Ich sagte, bleib in der Nähe. Wie lange ich noch streamen werde, also eigentlich. Überprüft jeden Schatten. Eigentlich nicht mehr lange. So, eigentlich wollte ich gleich schon irgendwann Ende machen. Ne? Aber ich bin auch irgendwie nicht müde, aber das Spiel ist mir heute schon einmal abgeschmiert, deswegen weiß ich nicht. Mist. Wasser gefallen bin, haben die wieder weg. Du kannst dich nicht lange verstecken. Dort könnte was sein. Was?
Okay, nice. Seit wann kann ich einen Double Kill machen? Ja. Alles klar, hier. Dir auf jeden Fall dann gute Nacht. Dann, okay, 6,5 Stunden Schlaf. Dann gönn dir die auf jeden Fall. Nutzt die aus. Eigentlich müsste ich auch früh schlafen gehen. Wenn ich morgen noch die Zeit finden will, ein bisschen am Spiel oder an der Serie weiterzumachen. Also entwickeln. Ja, dann sehen wir uns oder lesen wir uns dann wahrscheinlich höchstens Freitag bei dir im Stream. Falls du da nicht zu sehr mit. Nee. Kappa-Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Also dann. Wir sehen. Ich sehe Vorwebenschäden in Juliet 3. Dann sehen der oder leben. Sturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Darf ich mal ausreden? Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. So, dann heil dir gute Nacht. Dann sehen oder lesen wir uns höchstens Freitag bei dir im Stream. Wenn du da nicht zu sehr mit Tanzen beschäftigt bist und abgehen und supporten und was sonst du da noch alles machst. Ansonsten wahrscheinlich Samstag. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? So, Onuatu ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt so, nochmal. So, darf ich jetzt reden? Man kommt hier gar nicht mehr zu Wort. Lara spricht ein, fällt einen immer sofort ins eigene Wort. Lockfallen? Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Schrapnellen. Giftwolke. Locken der Viper? Wie jetzt, ihr lost alle gegen Neve ab. Wird das hier mal machen? Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Bogen aus, halten Sie RB, um Lockpfeile herzustellen, benötigen geräuschlose Pfeile, Stoff und Toxin. Diese Pfeile locken Feinde an und explodieren bei Annäherung in einer tödlichen Wolke aus Nervengas. Das ist nice. Dann mache ich auch das hier. Halten Sie RB in der Nähe einer feindlichen Leichtbrücke, um damit eine Falle zu bauen. Wenn andere Feinde einen präparierten Körper untersuchen, detoniert die Falle in einen tödlichen Hagel von Shrapnel. So. Und wir haben hier für Lara ein neues Outfit freigeschaltet. So, Kaiser-Jaguar-Weste. Oder was haben wir freigeschaltet? Hier vielleicht? Tunika des Fuchsbands. Mitternachtswächter, Kraftfitten. Hä, wo haben wir das Outfit? Ich würde aber das hier anziehen, da gefällt mir immer noch am besten. So. Gab es hier noch irgendwas? Hier vielleicht? Hat hier jetzt. Ach, hier kann ich nichts verbessern. Okay, hier sehe ich nur, was ich habe. So. Aber ich würde sagen, hier im Lagerplatz wäre eigentlich ein guter Moment, um auch Ende zu machen. Würde ich sagen. Dann machen wir hier Tomb Raider nächsten Mittwoch weiter. Und. Dann am Sonntag schauen wir mal, was wir alles machen. Also hatten wir schon gesagt gehabt. So Falli-Spiel machen wir. Und mal gucken, vielleicht noch ein paar andere Sachen.
Und für YouTube sage ich aber auch schon mal, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.